Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Degusta-Box aus dem Monat Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt, um sie vorstellen zu können. Darf eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht dafür in der Infobox. Und sie kostet normalerweise 15,99 € mit meinem Code Claudi. Die müsste das sein, bekommst du die erste Box für 9,99 €. Und wir haben hier Produkte drin, wo auf jeden Fall der Warenwert immer höher ist als das, was du quasi für die Box bezahlst. Und müsste immer so um 20 € sein. Es sind Foodprodukte und das finde ich sehr, sehr schön, denn ich habe auch ein kleines Hüngerchen. Ich bin gespannt, was hier jetzt auch dieses Mal drin sein wird, denn im Oktober... Es geht so langsam Richtung, es wird kuscheliger, es wird alles ein bisschen deftiger, auch von der Nahrung her. Es wird auch gerne so mal Richtung Süßigkeiten gehen, hoffentlich, vielleicht auch so kleine Küchlein. Vielleicht auch ein bisschen etwas Richtung Halloween oder so, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas mit Kürbis oder so. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere Box. Das schaut so aus, wenn man die einmal aufmacht und hat dann zuallererst den Flyer drin, wo die Produkte aufgeführt sind. Manchmal haben wir hier hinten auch Rezeptideen. Hier hast du dann auch noch die Info zum Adventskalender. Da kannst du, wenn du der Abonnent bist, wenn du Abonnent von der Degusta-Box bist, da auch irgendwie noch einen Adventskalender gewinnen. Aber der ist schon geil. Also ich habe ja auch andere schon ausgepackt und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind bei dem Degusta-Box Adventskalender mit, hier steht es auch drauf, 38,99 €, ne? Bei einem wirklich fairen Preis und du hast hier auch einen Wert von über 58 €. Also du hast hier wirklich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Das ist nicht selbstverständlich. Und es gibt auf der Rückseite des Adventskalenders auch noch ein Spiel. Das ist natürlich auch cool. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Leiternspiel, was wir damals hatten. Das ist witzig. Bin ich gespannt drauf, was es dann sein wird. Ich warte auch noch sehnsüchtig auf den Adventskalender. Dann haben wir hier noch einen Gutschein von tails.com. Das wäre was für Sammy tatsächlich. Der hat sich hier auch gerade hinter mich gelegt. Und dann haben wir auch noch einen Rabattcode Waage mehr Genuss. Oh, da geht es um Cocktails. Mal gucken. Okay, also. Ratsch. Schauen wir mal in die Box hinein. Ich habe hier zuallererst Green Pea Piselli Mediterranean Style. Was? Okay. Das sind wohl so gesunde Flipse. Feiere ich. Finde ich sehr, sehr gut. Lasse ich jetzt aber zu. Werde ich dann aufmachen, wenn ich demnächst mal wieder ein bisschen Couchzeit mir gönnen kann. Von Snats. Sieht sehr, sehr lecker aus. Scheint irgendwie aus Erbse zu sein. Und dann hat das so einen Geschmack mit Tomate und Zwiebel oder so. Sehr, sehr geil. Also ich mag ja auch solche Chips generell, die halt auch aus Gemüse sind, ne? Oder die aus Linsen sind. Ist auch voll mein Ding. Also das finde ich schon mal richtig cool. Dann habe ich hier auch noch einen Riegel drin. Good to go. Okay, Raspberry Lemon. Oder ist es too good to go? Nein, good to go. Kannst du gut mitnehmen für unterwegs. Raspberry Lemon, also Himbeere und Zitrone. Soft Baked Bar, Low Sugar. 40 Gramm haben wir hier drin enthalten, also das ist so ein Riegel für mal eben so zwischendurch. Sowas esse ich mir ganz gerne, wirklich auch zwischendurch, ne? Also wenn ich hier Drehtage habe, so wie heute zum Beispiel, dass ich dann zwischendurch einfach mal was snacke. Manchmal drehe ich ja auch bis spät in die Nacht, dann braucht man auch mal zwischendurch ein bisschen was, ne? Also das finde ich tatsächlich richtig gut und das ist auch ein bisschen, hatte ich auch schon mal ein bisschen fester, aber nicht zu fest. Ich finde es sehr, sehr lecker. Dann habe ich auch ein bisschen Tee mit dabei. Und das macht jetzt natürlich total Sinn, das in so einer Oktoberbox auch für mehr drin zu haben. Also in diesen Herbst- und Winterboxen. Ich trinke auch gerne Tee. Ich habe mir noch gar keinen gemacht heute. Mensch, ist heute das erste Video, was ich hier nämlich bei meinem Drehtag drehe. Bad Heilbrunner, Cascara und Orange. Koffeinhaltig, das finde ich gut. Ist voll was für mich. Früchtetee mit Cascara, das ist die Kaffeekirsche. Und natürlichem Orangenaroma. Also das hört sich nach einem Tee an, der mich hier oben auch wirklich sehr gut gefallen könnte. Und als ich hier oben die kleine Teeküche aufgebaut habe, oder wir die aufgebaut haben, war der Wasserkocher das erste, was ich da reingestellt habe, ne? Weil das einfach Sinn ergibt und deswegen mache ich mir den gleich mal. Hier habe ich auch was und zwar von Maggi Magic Asia Saucy Noodles Sweet Chili. Mag nicht jeder, aber ich mag's. Also ich finde sowas auch sehr, sehr praktisch. Manchmal hat man tatsächlich vergessen vorzukochen oder
man hat einfach mittags weder Zeit noch Lust, irgendwie eine Kleinigkeit zu machen. Und dann kannst du dir einfach so eine 5-Minuten-Terrine, nenne ich dir immer ganz nett, machen, dass du dir da einfach heißes Wasser mit beimachst. Und dann hast du einfach ein kleines Mittagessen mal eben so, ne, zwischendurch. Ich finde es praktisch. Und Chili wärmt natürlich auch von innen. Das ist jetzt auch ganz passend aktuell, ne, dass man einfach diese innere Wärme bekommt. Also ich finde es tatsächlich gut. Dann habe ich hier noch, das ist auch so, ich finde es so geil. Wir haben in dieser Box auch immer so außergewöhnliche Produkte drin, wie jetzt zum Beispiel die Flips am Anfang, ne? Die halt dann einfach relativ neu sind oder so, die man halt so noch nicht kennt. Aber du hast ja auch so ganz tolle Klassiker, wie zum Beispiel von Dosi, der Sonnenmais, dampfgegart, ohne Salz und Zuckerzusatz. Zack, hast hier einfach mal eine Dose mit 250 Gramm drin. Ich finde es super, da kann man vielleicht so Chili con Carne mäßig überlegen, das mit reinzumachen. Oder wenn man Salat macht oder. Ich habe eine ganze Zeit lang, da war ich, das ist auch schon Ewigkeiten her, aber als ich relativ frisch mit Schatzi zusammengekommen bin, war das halt auch irgendwie so voll mein Ding, aber das war noch die Zeit, wo ich viel in Zeltlagern auch immer war. Da habe ich mir so eine kleine Dose Mais manchmal genommen, habe das Wasser weggeschüttet, habe da Mayo reingemacht. Das ist jetzt nicht der kulinarische Ekus überhaupt, ne? Und habe das so gegessen. Das war dann teilweise auch eine Mahlzeit für mich. Ja, es waren wilde Zeiten, Leute. Und ja, das erinnert mich halt daran. Und ich mag tatsächlich sehr, sehr gerne Dosen Mais. Ist nicht, ne? Aber ich bin halt einfach so. Dann habe ich hier von Paloma eine Limonade drin. Pink Grapefruit. Gut gekühlt, genießen. Ja, 330 Milliliter. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich hier gerade nichts zu trinken habe. Auch als Longdrink mit Tequila sehr beliebt, ja. Das muss ich jetzt an einem Drehtag nicht machen. Das wären dann sehr interessante Videos, denke ich mal, wenn ich das mit Alkoholeinfluss machen würde. Ich sag mal Prost. Sehr, sehr süß. Aber ich mag's. Also für mich ist es voll lecker. Mhm. Das ist schon mein Vibe. Werde ich heute auf jeden Fall auftrinken. The Singleton. The Single Malt Scotch Whisky. Oh. Also Schatzi und ich haben damals sehr viel, also das hört sich jetzt verrückt an, aber also wir haben eigentlich immer noch unsere Whisky-Vitrine. Die leert sich jetzt immer mehr, also mittlerweile sind da auch schon andere Sachen mit eingezogen, aber vor allem Schatzi war halt so ein richtiger Whisky-Kenner oder ist es halt nach wie vor, ne? Und haben wir halt damals auch genussvoll getrunken tatsächlich und auch verschiedene Sorten ausprobiert. Da hätte das hier tatsächlich auch sehr, sehr gut funktioniert, also gepasst auch zu uns. Ja, 50 Milliliter haben wir hier drin. Ist so ein kleiner Whisky. Ich kann mir vorstellen, dass ich den nehme, um den vielleicht so meinem Papa in den Adventskalender zu packen oder so. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, ne? Denn ich glaube, damit mache ich den auf jeden Fall glücklich. Und, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich brauche es jetzt so für mich nicht. Dann habe ich jetzt hier einen Riegel drin. Die verfolgen einen auch immer wieder. Clif Bar Mini Chocolate Chip. Die sind lecker. Die sind ein bisschen trocken. Also, ne? Das sollte man irgendwie auch mit einem Kakao oder mit einem Kaffee zusammen genießen. Aber die sind schon lecker. Also ich mag die tatsächlich. Genau. So, hier habe ich noch was eingepacktes, weil das aus Glas ist. Und da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Varianten. Oh, jetzt bei den Nudeln und beim Tee auch gegeben. Naja, von Centis Nusspli. Okay, dann gucken wir mal, was das ist. Oh, das ist ganz klassisch. Nee, das ist die Mandel-Nougat-Creme ohne Palmöl. Und nicht die Haselnuss-Creme. Ja, finde ich gut. Mache ich mir gerne auf mein Brot, Brötchen, Toast, Knäckebrot, was auch immer so da ist. Finde ich gut. Habe ich auf jeden Fall Nachschub. Ich glaube nämlich, mein Nuss-Nougat-Creme-Glas leert sich gerade mal wieder. Mag ich. Und vor allem Mandel finde ich, also passt auch gerade so ein bisschen Richtung kältere Jahreszeit. Da esse ich auch vermehrt so Mandelsachen. Noch ein Getränk habe ich hier drin und zwar ist das hier von Capri Sonne Sirup. Das mischst du aber mit Wasser, genau. Also du machst ein Zehntel Sirup und 9/10 Wasser und das ergibt dann halt dein Getränk. Das hatte ich auch schon mal irgendwo mit dabei. Finde ich aber klasse. Also ich mag solche Sirup-Sachen einfach total gerne, weil Wasser haben wir alle aus dem Hahn zu Hause. Ne? Die deutsche Wasserqualität ist ja der Burner. Und deswegen finde ich das gut, wenn man so einen Sirup drin hat. Da hast du einfach viel, viel mehr was von. Und deswegen feiere ich das. Ja, wir haben auch einen Soda-Stream, wo wir dann ja auch immer wieder Sirup drin haben, dran haben, mitverwenden. Und deswegen passt das in unseren Haushalt sehr, sehr gut. Und Capri-Sonne ist natürlich, oder Capri-Sun heißt es ja mittlerweile,
so ein bisschen Kindheitserinnerung, ne? So diese verbotene Frucht. Man durfte nicht immer Capri-Sonne, immer nur so zu ganz besonderen Anlässen, wenn man zum Beispiel einen Klassenausflug hatte oder wenn man mit der Familie in den Zoo gefahren ist oder so. Da gab es Capri-Sonne, weil da ist sehr viel Zucker normalerweise drin. So. Oh, nee, warte mal. Ich habe hier beide Varianten von drin. Die Nuss-Nougat-Creme von Nusspli habe ich hier auch noch drin enthalten. Das finde ich jetzt sehr, sehr cool. Kann man beide einfach auch mal so ein bisschen testen, ne, welche einem besser gefällt und dann gegebenenfalls nachkaufen. Ganz ehrlich, war Nusspli nicht damals in einer Nicht-Glas-Verpackung, sondern in so einer Pappverpackung? Das war damals doch anders. Weil jetzt haben wir halt, was ich gut finde, ne, ein Glas. Das ist sehr, sehr schön. So, und dann habe ich hier das letzte, ja, das ist auch wieder was Alkoholhaltiges, und zwar von Bitburger Radler, naturtrüb, vollmundig, fruchtiger Geschmack, bitte ein Bit, ja, das ist dieses hier, wird dann bei uns hier im Kühlschrank sein und dann wird es auf Besuch warten, ne, wer vielleicht mal irgendwie einen Radler haben möchte oder so, weil wir trinken es jetzt halt nicht so unbedingt, ja, aber kann ich mir wohl vorstellen, dass der ein oder andere damit glücklich gemacht wird. So, das ist jetzt einmal hier die Box gewesen. Wir hatten mit diesen Nusspli-Geschichten sehr schöne Basic-Sachen dabei. Den Mais feiere ich ja hart, ne? Ach, guck mal, ein Überraschungsprodukt hätte ich hier auch noch irgendwie mit dabei gehabt. Und ein Überraschungsgetränk. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das hier meine beiden Überraschungsprodukte sind, die da mit drin enthalten sind. Ja. Finde ich auf jeden Fall cool. Die Gusterbox macht das in letzter Zeit häufiger, dass die halt Überraschungsprodukte mit beilegen. Das ist gut möglich, wenn die halt vielleicht nicht von einem Produkt so viel haben, dass jeder das irgendwie mit in der Box drin haben kann. Und dann wird es halt ein bisschen gemixt. Hier steht auch durchschnittlich 1,50 Euro am Produktwert für das jeweilige Überraschungsprodukt. Finde ich cool, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es in Ordnung. Und ich finde auch, dass diese Produkte, die hier auf dem Tisch stehen, echt gut sind. Also wir haben jetzt nichts klassisch Brotiges oder so. Dafür haben wir halt die Chips, ne? Dass man da so ein bisschen die Kohlenhydrate haben kann und auch diesen Riegel hier mit dabei. Aber ich finde, dass wir hier eigentlich eine ganz gute Ausbeute haben und es sind viele brauchbare Sachen mit dabei, die wir auf jeden Fall hier auch sehr schnell vernichten und aufessen werden und auftrinken werden. Und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dieser Box in die Kommentare schreiben. Ich finde, dass sie jetzt nicht so die Burner-Box ist, aber es ist eine solide Box. Jo, ne? Das wäre es hier schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.